Hallo YouTube, ja, wir haben wieder ein neues Video, es geht um die Nintendo Switch und jetzt geht es eigentlich um den Schutz der Nintendo Switch. Und die Docking Station, wenn man die Switch jetzt hier hineinschiebt, hat man immer so ein komisches Kratzgeräusch und da hat man immer das Gefühl, als würde man jetzt irgendwie etwas beschädigen, vorne oder hinten, und wenn man das jetzt ein bisschen hört, es wackelt. Also da ist ein sehr, sehr großes Spiel drinnen. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt ist, auf jeden Fall, wenn man jetzt hineinschaut, ja, man hat hier zwar zwei Führungen drinnen, aber irgendwie schaut das nicht sehr gut aus. Und ich habe halt Angst, dass irgendwann mal meine Switch oder vor allem das Display vorne zerkratzt wird. Und ich habe mir jetzt eine Lösung einfallen lassen. Viele werden das vielleicht kennen. Und zwar, das sind so Filzbatscher, also Filzpickel. Und die werde ich jetzt hineinpicken und das werden wir uns jetzt zusammen anschauen. Ja, hier haben wir jetzt die Docking Station, die Switch. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, sind diese Filzpads. Ja, gibt es natürlich in verschiedensten Ausführungen, in rund, in eckig. Viel größer, man kann es sich zuschneiden. Ich habe jetzt die runden gewählt, in schwarz, weil es ja passend ist. Dass sich gleich so auffällt, aber man könnte zum Beispiel auch rosene oder weiße oder was auch immer für eine Farbe reinpicken. Ich picke das jetzt da hinein und dann werdet ihr dann gleich sehen oder zumindest auch hören, was da jetzt dann der Unterschied ist, wie sich halt das dann verbessert hat mit dem Rein- und Rausschieben oder halt mit dem ganzen Schutz, dass halt nichts zerkratzt wird. So, wir haben jetzt die vier Stück drinnen und jetzt lassen wir mal die Switch richtig, wir müssen sie noch umdrehen, richtig hineingleiten und so, sie steckt drinnen und es ist halt jetzt nicht dieses Kratzgeräusch, wenn dieses Plastik auf Plastik schert, sondern man hat halt jetzt wirklich diese Filzbatscherl-Geräusche, wenn man da drüber fährt. Und was vor allem wichtig ist, sie sitzt jetzt wirklich sehr, sehr gut drinnen. Also das ist ein wirklich guter Schutz und es ist jetzt viel fester drinnen, es ist stabiler drinnen und wenn man es rauszieht, schert das dann nirgends dran. Ja, das ist einmal eine andere Idee. Ich habe schon sehr viele gesehen, die was die komplette Docking Station mit so einem Stoff ummantelt haben. Schaut auch recht gut aus, aber die Filzbatscherl-Variante ist eigentlich die billigste Variante. Ja, so Filzpickel kriegt man ziemlich günstig, zum Beispiel in Amazon ab 1, 2 Euro. Also da ist nichts verhaut, wenn man so ein komplettes Set kauft, weil die kann man ja dann gleich auf die Sesseln oder Tische oder Bänke montieren und wenn man dann am Laminat oder am Parkett verrutscht, ist nichts kaputt. Ja, was sagt ihr zu meiner Lösung zum Schutz der Nintendo Switch, damit sie nicht zerkratzt wird und auch ein bisschen sicherer drinnen steht in der Docking Station? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ja, würde mich sehr interessieren, was ihr dafür Lösungen habt. Oder habt ihr noch gar keine Lösung? Findet ihr es überhaupt eine gute Idee? Und werdet ihr es jetzt vielleicht sogar nachmachen? Ja, ich sage danke fürs Zuschauen und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, Baba.